Ihr wollt wissen, wofür der Container jetzt ist? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, ich habe hier in dem ganzen Bereich nochmal ein bisschen kleinere Änderungen gemacht. Weil das ging nicht wirklich gut da hinten weg. Also deswegen habe ich hier die Bänder unten ersetzt durch Container. Hat den Effekt, dass der hier bald voll ist und der auch bald, aber ne, es läuft alles da rein und ich glaube, wir machen viel zu, oder bringen viel zu viel von der Munition hier rüber. Da muss ich mir was einfallen lassen. Vielleicht ein langsameres Band oder so, dass wir da weniger haben, weil so also hier ist alles voll mit dem Zeug. Und das Blöde ist halt auch, dass jedes einzelne Element da draufgelegt wird. Und wenn wir mal hier gucken, also um uns das mal anzugucken. Ne? Schon voll, die werden nur noch geschreddert. Schon voll, die werden nur noch geschreddert. Musik wird geändert, Gott sei Dank. Ja, Gas haben wir sowieso nicht. Da können wir noch mal rangehen, irgendwie was machen. Ich weiß noch nicht wie, aber das ist auch bald voll. Hier sieht schon ganz nett aus. So, hier ist auch bald voll. Aber man sieht schon allein, wie lange das dauert. Also es passiert jetzt hier rein gar nichts. Bis das mal hier ankommt, das ist der Seite. Da kommen jetzt eine ganze Menge. Das ist auch ganz schön. Hier ist auch gerade sehr ruhig. Aber die, die sind schon wieder voll. Auch voll. Also das ging hier recht gut, aber die Munition, das ist einfach zu viel. So. Das heißt, das ist eine Sache, wo wir rangehen können. Das andere. Der Charlie hatte sich gewünscht, auch hier vielleicht ein bisschen rumzudesignen. Muss ich einmal gucken, ob wir Sachen haben. Da habe ich Lektur. Organisation. Ja, Organisation sind die Schilder. Dafür habe ich nichts da. Dafür habe ich auch nichts da. Da müsste man jetzt erstmal gucken, wie groß sind. Okay, das lohnt sich nicht. Große Tafel. Die wären eigentlich ganz gut, ne? Dafür haben wir quasi nichts, aber macht ja nichts. Das kriegen wir hin. Ja, das wäre nämlich die Möglichkeit, die wir hier hätten. Das wird spannend, das hier reinzukriegen, weil ich die Sachen, wie ihr seht, ich habe sie alle nochmal umgedreht. Ja. Die Pläne dafür sollten jetzt auch online sein. Hoffe ich. Wenn ich es nicht vergessen habe, schreibt mal in die Kommentare, ob ich es vergessen habe. So, wir gehen jetzt erstmal einkaufen. Und zwar brauchen wir, wir nehmen uns, was hatte ich denn jetzt? Hatte ich die 8x4 oder die? Das müsste doch ungefähr die Größe von dem Fenster sein, oder? Ja, also von einer Wand. Perfekt. 8x4 war. Okay, machen wir mal. 8/6. Oh, 10 Stück. So, dann haben wir halt hier alles drinstehen. Und passt. Es ist wunderbar, wie ich mir vor vielen, vielen Episoden mal Gedanken darüber gemacht habe, wie man da hinten ein schönes Treppenhaus hinbaut. Und ich nutze es exakt nie. So, wir brauchen ein Stack hiervon. Wir brauchen ein Stack davon. Und wir brauchen ein Stack davon. So, dann haben wir das schon mal. Fangen wir erstmal damit an. Alles andere gucken wir uns später an. Weil es geht erstmal darum, hinter die Wände was zu bringen. Ach ja. Und damit man hier unten vielleicht doch mal nachgucken kann, wie sieht es denn mit den Batterien aus, habe ich mir hier so ein Tor zum Reinfliegen gemacht. Sieht übrigens sehr gut aus. Ne? Die sind gut vorgefüllt, während da oben die Aquarellos fliegen.
Einzige, was ich wirklich falsch gemacht habe, wo ich vielleicht nochmal ran muss. Die hier laufen recht gut, aber dadurch kommt halt der Teil dann irgendwann theoretisch zum Stocken. Ich hätte hier vorher irgendwie einen Zwischenpuffer hinmachen müssen, damit das hier möglichst rauskommt. Ja. Aber hier bin ich, ne, man sieht, es stockt ein bisschen. Das ist hier ein kleines Problem. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hier noch vernünftig lösen kann. Wahrscheinlich nur, indem ich da hinten den Zufluss begrenze an, an einfacher Munition. Ich mache viel zu viel davon. Ich glaube, das waren 2500 pro Minute, die ich da bastel. Das ist echt ganz nett, aber cool. Ist das zu viel? Da ist unsere Brücke. Die habe ich auch nochmal angepasst, damit hier vorne alles gerade ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr da noch bei wart, aber... Ich vielleicht auch so machen sollen, dass das hier zwar hingeht, aber dann runter und da wieder hochkommt und hier durchgehen muss. Muss ich auch nochmal drüber nachdenken. Aber im Moment nicht. So, wir fangen an. Wir nehmen diese schönen Schilder und packen sie an die Wand. Und zwar hätte ich das gerne. Und wie ist denn hin? So sieht doch ganz gut aus. So, jetzt haben wir das erste dahinter. Und das zweite da drauf biegen. Ziemlich genau rüber. Jetzt packen wir da eins hin. Da eins hin. Ja, das ist... Eigentlich hätte ich es ja schon gerne, dass das hier abschließt. Nehmen wir nochmal weg. Haben wir da eine andere Möglichkeit? Also wir brauchen letztendlich breittechnisch. Wir bräuchten quasi so ein 4x4, ne? Wäre halt gut. Wir haben nur 2x2 und dafür müssen wir noch anderes Material holen. Wunderbar. Echt jetzt? Die sind an. Warum sind die eigentlich so anders im Vergleich zu denen? Also gehen wir nochmal hier hin. Zwei nebeneinander, dann müsste das aber 4 hoch. Also 8. Die nehmen wir erstmal raus. Weil wir brauchen nicht mehr. So. Dann gehen wir nochmal darüber. Da in der Mitte den Weg. Kommst dorthin. Kommst dorthin. Jetzt müssen wir nach unten drunter. Scheint zu laufen. Nur einmal.
viel besser. Das heißt, da dürfte jetzt auch nicht staunen oder so, sondern ne, läuft schön durch. Das heißt, wenn das mal alles nicht schnell genug wäre, ist ja eigentlich, sie kommt vorne mit der Geschwindigkeit rein und geht hier mit der Geschwindigkeit raus. Also eigentlich machen die Container hier gar keinen Sinn. Aber man weiß ja nie, ne? So. Dann einmal hier raus. Darüber, da hüpf. Und dann müssen wir brauchen. Oh, Quarzkristalle. Ich habe 80. Ich brauche 80. Ich nehme mal mehr mit. Sagen wir mal 200 dazu. Und wir brauchen verstärkte Eisenplatten. Die dürften ganz vorne sein. Dam, da, dam. Nee. Oh, so. Haben wir keinen Stress. Übrigens sehr guter Film, Die Goldfische mit Axel Stein. Und obwohl es eine Komödie ist, so ein bisschen ins Lächerliche teilweise, schafft er es sehr gut, einen Autisten darzustellen. Kann ich nur empfehlen. Okay, das kann ich kaschieren. Schwierig wird vielleicht alle einzustellen. Das müssen wir auch machen. Da hätte ich gerne. Jetzt den richtigen Punkt finden. Ja. Und da. Uiuiui. So, dann überlegen wir uns mal. Wollen wir das in Orange halten? Wir machen mal hier. Ich würde sagen, hier kein Bild. Hintergründe. Nein. Schwer blöd. Natürlich überlegen, ob wir das Ganze ins Gelbliche ziehen. Versuchen. Okay, der hat immer noch den Rahmen. Der Rahmen gefällt mir nicht. So, das ist halt voll gelb. Ist voll gelb. Wir machen das. Und wir machen das. Diese Aufgabe auswählen. Warm. Und das Ding scheint gelb. Wie sieht denn das aus? Mit den gelben Kisten davor ist das natürlich selten dämlich. Das heißt, blau-orange ist raus von gelb. Wir könnten das natürlich auf knallig rot packen. Könnten natürlich auch ein Muster drauf machen. So. Wie sieht denn das so aus? Puh, Sir. Was ist das? Nein. Wir könnten auch. Was haben wir denn noch? Sehe das so aus. Ich
gar nicht schlecht, aber mir gefällt es nicht, dass das Ding nicht vollflächig ist. Weil das wäre schon sinnvoll, wenn ich da jetzt. Stärke, okay, das kann ich noch machen. Grenzen vielleicht. Gehen wir hier auf 2. Farbentechnisch klappt mir das noch nicht. Ich stehe auf die Farbe noch nicht im Konstrukt. Wenn ich jetzt natürlich hier hingehe und sage F 00, dann. Ach, Scheiße. Aber dann hätte ich, also hätte ich alles mit den Kacheln machen müssen, damit das gut aussieht. Was sieht jetzt aus, wenn ich den hier nehme und sage, Einstellungen kopieren, einfügen. Sehr schön, wir müssen nur einen hinkriegen. Einfügen. Einfügen. Genau. Komm mal. Da ist das E. Warum kann ich hier jetzt nicht Einstellung einfügen? Okay. Wir haben hier. Und hier unten haben wir. Auswählen. Wir haben hier Hintergründe. Diesen. Bild auswählen. Ah, ich komme den ganzen auf der Schliche. Besser. Shenanigans haben wir hier nicht. Zwei Grenzen. Hier. Das ist besser. So wollen wir es haben. Ja, das dann. Okay. Haben wir. Okay, wir haben verschiedene Layouts. Oh, Moment. Zwei Stellen hier. Hä? Einstellung hier. Danke. Wir dich. Jo. Jetzt gehen wir hier nochmal ran. Machen hier raus ein gar nichts. Und hier unten machen wir den raus. Das gefällt mir. Ich werde mir ganz gut an. Also diese kleinen Schilder hier, die machen mich gerade ein bisschen hamdösig. Wir hatten das jetzt. Dass ich meine Sachen so richtig schön. Okay, einfach müssen wir auch das. Große Werbetafel. Wir haben Rot, Rot, Schwarz. Und hier unten das Rot und Schwarz.
auch schön, dass ich hier Schwarzbrot. Schwarzbrot. Eigentlich habe ich Belgien, oder? Egal. Also, wir haben hier. Warum muss hier dieser dicke schwarze Rahmen drum sein? Ach ja. Ich muss ja den wählen und den rausnehmen oder eine. Warum kriege ich denn hier keine Transparenz hin? Machen wir doch einfach so. Können wir da wieder auf keine gehen. Dann haben wir auch keine Striche dazwischen. Das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Ich meine, das ist quasi exakt das gleiche, was wir hinten auf unserem Spaghetti Town Schild haben. So. Wie haben wir das denn? Wie sieht es denn aus? Okay, damit hätte ich die komplette Seite hier abdecken können. Wäre vielleicht sogar noch besser gewesen, ne? Aber wir probieren ja nur ein bisschen rum, meine Fresse. Das wird schnell um. So. Also alles in allem, es sieht recht harmonisch aus. Vielleicht wäre das eine andere Alternative zu, wir machen da eine riesengroße drauf, wäre gewesen, wir ziehen hier wirklich alles einzelne Platten hin. Diese, die Größe. Ich glaube, das wäre sogar besser. Es ist jetzt richtig scheiße, die da dran zu kriegen. Das machen wir jetzt auch. Dann müssen wir uns halt. Also, ich versuche hier keine Zeit zu schinden. Ich versuche das gerade wirklich irgendwie schön zu machen. Mir gefällt dieses Design auf jeden Fall. Ich fürchte ein bisschen, dass ich zu wenig Platz dabei habe. So. Die Etage wird runter. Sechs. Sieben. Dahinter kriegen wir das dann auch irgendwie gesetzt, wenn wir dahinter sind. Oh, ist ja kaum zu sehen. Keine Quarzkristalle mehr. Okay. Okay. Wir holen uns Quarzkristalle. 1339. Montage Light System. Also, die Möglichkeiten, die wir jetzt noch haben, wenn wir hiermit durch sind, wären. So, dann sollte ich erstmal hier fahren. Dass wir vielleicht noch mal irgendwo hinten in die Wüste gehen
eine Stelle suchen, wo viel Kupfer ist. Vielleicht ein bisschen Öl. Und dann nochmal so eine Fabrikation bauen, um den Spaß zu beschleunigen, was diese Montageleitsysteme angeht. Ich glaube nur, bis wir das alles aufgebaut haben, sind wir dann entweder durch und brauchen nichts mehr. Oder aber wir haben dann keinen. Also dann sind wir so weit, dass es zwar halbwegs vernünftig läuft, aber wir müssen den Shit hier rüber kriegen und bis wir dann die Strecke gebaut haben, sind wir durch. Ja, das wird halt über Drohnen natürlich schön schnell gehen. Das sieht besser aus hier. Worum mache ich nach oben? So, das haben wir. Und dann oben noch. So. Schön ist, man kann es relativ einfach ändern. Also gut, wenn ich hier jetzt natürlich irgendwas hinbaue, wobei man, solange ich oben drüber ein bisschen Platz lasse, ich könnte hier oben drüber noch eine Reihe mehr setzen. Dann habe ich hier immer einen gewissen Spielraum, um reinzukommen und kann die Sachen zur Not ändern. So, wie gehen wir jetzt architekturtechnisch hin und machen eine Säule? Eine Variante wäre natürlich, das mit einer Säule zu machen. Wir schauen uns das jetzt erstmal an. Ich möchte dich oben dran haben. Warum geht das jetzt nur mittig? Ich hätte dich gerne da oben dran. Quasi in der Höhe, genau. Aber warum jetzt nur mittig? Also manchmal verstehe ich den Spaß nicht. Eins, zwei, drei, vier. Warum war es halt so? Ich habe nichts anderes genommen, warum musste ich jetzt in das Menü? So. Schön. Also, ne, grundsätzlich, das wird gehen. Alternative wäre das mit Betonsäulen zu machen. Oder mit Eisen. Ne, keine Metallsäule. Wird das besser aussehen? Okay, ich
habe eine kleine Idee. Vielleicht funktioniert das. Vielleicht kriege ich das hin. Ja, okay, da nicht. Genau auf die Ecke und dann nicht. Wir machen das jetzt ganz einfach. Einmal pragmatisch hier. Genau auf die Ecke. Natürlich. Achso, das bist du. Den Kollegen dann. Blöd sonst, und dann kannst du weggehen, fertig. Ich mal wieder zu, fertig. Und das war nun die. Gut, das haben wir. Dann machen wir. Ist ungefähr da sein. Knapp daneben ist auch vorbei und ist einen weiter rein. Da. Ja, das ist tatsächlich da. Sehr gut. Jetzt gehe ich doch hoffentlich. Viel Spaß da hin. Wir setzen uns da unten einen Container hin. Und doppelt. Wir müssen in die Richtung laufen. Der muss in die andere Richtung laufen. Hat ja super funktioniert. Du kommst da rein. Jetzt müssen wir mal hier die Decke weg. Genau auf der Höhe. Okay. So. Wir können da dann nachher irgendwas reinschmeißen und dann haben wir hier was, was sich bewegt. Gucken wir doch mal. So, dann schmeißen wir mal da rein. Ich glaube, das gefällt mir. Wir haben Bewegung im Hintergrund, wir haben Bewegung im Vordergrund, wir haben die Möglichkeit, hier hinter zu gehen. Wir können also das auch zur Not noch ändern. Wir kommen da und da nicht raus. Aber wir kommen hier oben raus. So, und jetzt gucken wir noch einmal,
So viel Zeit muss sein. Organisation. Echt jetzt, mir fehlt. Todrat. Wir holen uns jetzt noch eben tot. Die Frage, mach ich einen Mannflug? Bist du eigentlich von drüben, von der anderen Seite? Wir holen uns auf jeden Fall jetzt einen Flug. Bist du eigentlich aus? Alla, die zwei. Ich frag einfach nicht. Dann brauche ich auch noch einen Schalter, ne? Lichtschalter. Zwei davon. Ja, also ich zwei davon mit. Dann haben wir alles. So, weg. Ihr seid da. Turbodraht. Licht. Oh, nein. Turbodraht. So, haben wir alles. Und wieder unsere Motte da durchgeflogen. So blöd war das, da hinzubauen. So. Wie sieht's aus, wenn wir ein Fluglicht. Müsste ich zwei machen. Direkt wieder weg. Nochmal. Wir machen eins. So. Eins. So. Licht, das heißt, wir können da den Lichtschalter hinsetzen, oder können wir, da haben wir Strom, meine ich, setzen da den Stromschalter, für den Lichtschalter hin. Hier rum hätten wir den gerne. Also, du gehst da rein, dann setzen wir uns. Das ist ein Problem. Du hast damit ein Problem. Okay. Hey, wo machen wir dich da? Okay. Okay, die hätte ich etwas steiler stellen müssen. Helligkeit ist volle Bulle. Und ist der Knopf. Klick hier Bild rum. Ui, das ist ein bisschen sehr rot.
So. Charlie, ich hoffe, das gefällt dir. Ich bin mal gespannt. Schreib doch einen Kommentar unten runter. Ansonsten sage ich mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut. Käffchen.